Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und ihr seht es ja schon hinter mir. Wir spielen heute Destiny 2 und zwar die Closed Beta. Warum die Closed Beta? Warum nicht die Open Beta? Ganz einfach, die Closed Beta bekommen halt alle Vorbesteller und ich habe es mir vorbestellt. Zwar erst gestern, weil ich ein bisschen, bin langsam ein bisschen aufgeregt auf das Spiel. Und da habe ich mir gestern gedacht, komm, nimmst es mit, ich will unbedingt die Beta auch spielen. Die Open Beta fängt übrigens am 21. an, das müsste der Samstag sein, der Freitag ist es, genau. Am Freitag fängt die Open Beta an, für alle, die mal reinschnuppern wollen, können da gerne reinschnuppern und können sich es dann auch runterladen im PSN Store. Ja, ein bisschen eine kleine Geschichte, ich habe damals Destiny 1 ewig, ewig lang gespielt, also seit Release eigentlich. Und hatte eigentlich aufgehört mit der letzten Erweiterung, weiß ich nicht, das ist irgendwie, haben meine ganzen Leute nicht mehr so gespielt, nicht mehr so mitgezogen. Und ja, wisst ihr eh, wenn man alleine spielt, macht es halt einfach nicht so viel Spaß. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall Destiny 2 wieder richtig viel zocken. Es wird auch live gestreamt werden, ich werde Let's Plays machen von den verschiedenen Dungeons, was da so gibt. Und ich werde natürlich auch Raids und sowas machen, dann halt mit dem Clan. Wenn ihr mal Bock habt oder so, ich habe ja aus der Community schon viel gehört oder mit ein paar Leuten habe ich ja auch schon geschrieben, die werden da auch gerne mal dabei, Community zocken oder sowas. Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mich einfach mal an, am besten auf Twitter oder so. Die Links dazu seht ihr bei YouTube oder in der Beschreibung, die dann auch hier noch ist. Genau, dann würde ich sagen, starten wir doch mal rein. Und ich muss dazu sagen, Leute, wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in das Spielgefühl reinkommen. Aber ich glaube, das wird bei Destiny ziemlich schnell gehen. So, jetzt aber genug gequasselt. Jetzt schauen wir doch einfach mal rein, was uns hier in der Destiny 2 Closed Beta erwartet. So, wir haben schon mal ein Ladescreen. So, hier können wir unsere Klassen auswählen. Das wäre einmal der Titan, der Jäger und der Warlock. Also eigentlich genau das gleiche wie in Destiny 1. Hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Ich glaube, man bekommt nur eine neue Fähigkeit bei jedem dazu. Aber das schauen wir uns dann später genauer an. Titan, Verteidigung, Integrität, Disziplin. Titanen sind diszipliniert und stolz, aggressiv in ihren Angriffen. Und ihre Verteidigung standhaft wie ein Fels in der Brandung. Also es ist praktisch eine Art, ja, was soll man sagen, ein Wächter oder irgendwie sowas kann man sagen, der auf jeden Fall in der Front steht und Schaden einstecken kann. Und zwar mehr wie die anderen Klassen. So, der Jäger. Agilität, Adaption. Adaptation, Instinkt. Die agilen und wagemütigen Jäger sind blitzschnell auf den Beinen und noch schneller am Zug. Klassenfähigkeit, ausweichen, weiche, flink und wendig feindlichen Angriffen aus. Ist eher ein Damage-Dealer, würde ich sagen. Hält nicht so viel aus, aber macht halt, in Destiny 1 war es auf jeden Fall so, ungemeinen Schaden. Also der kann schon richtig austeilen. Und da wäre noch der Warlock. Erholungsstrategie Arkanen. Warlocks verwandeln die Mysterien des Universums in Waffen, um sich selbst zu erhalten und ihre Freunde zu zermalmen. Klassenfähigkeit Rift. Beschwöre planetarische Energien herauf, die in Lichtströme umgewandelt werden, um Verbündete von ihnen zu stärken. Ja, ist auch einer eher, der vielleicht ein bisschen mehr in Verteidigung mit Klassen, also kann die Klassen mehr hochheilen, kann Buffs geben und. Ich würde sagen, wir spielen aber den Jäger, weil ich nämlich in Destiny 1 auch schon eigentlich zu 90% den Jäger gespielt habe. Den Warlock hatte ich auch gespielt, habe ich aber erst gespielt, wo ich mit dem Jäger vor dem letzten Add-on wirklich auf Max dann auch war. Dann hat man halt einfach auch nicht mehr so viel zu tun und probiert dann auch mal andere Klassen aus. Den Titan hatte ich damals auch gespielt, ich glaube auch bis fast Max-Level. Aber ich weiß nicht, das ist nicht schlecht, also andere schwören ja auf den Titan. Mir hat das nicht so gefallen. Er war natürlich geil, aber ich fand den Jäger halt immer schon am geilsten. Wenn ihr natürlich wollt, Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann kann ich ja die Beta mal mit allen drei Klassen mal spielen. Dann könnt ihr euch das alles mal so ein bisschen anschauen, könnt euch einen Eindruck holen, was ihr denn so favorisiert.
Genau, jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Jäger an. Okay, ich sehe gerade, man kann hier nicht personalisieren, also das heißt, den Charakter anpassen nach den eigenen Wünschen. Es wird aber dann bestimmt in der finalen Version gehen. So, jetzt aber ruhig, weil jetzt kommt eine Zwischensequenz. Also, Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Da wurde praktisch jetzt die letzte große Stadt der Menschen angegriffen, also beziehungsweise besser gesagt der Turm. Das war ja der Social Space aus Destiny 1. Da, wo man sich halt getroffen hat, wo man handeln konnte und. Wo man Waffen kaufen konnte, Quests angenommen hat. Die Grafik sieht fantastisch aus, also, ich denke, dass es besser ist wie im ersten Teil. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es, flieg schneller. Wow, und anscheinend ist auch die letzte Stadt der Menschen vollkommen zerstört worden. Ich spiele es übrigens auf der PS4 Pro und ich muss schon sagen, also es sieht schon verdammt gut aus. Ihr seht es natürlich im Video jetzt nicht so, wie ich es jetzt hier bei mir sehe, aber das schaut schon Wahnsinn aus. Unser Heim, alles ist zerstört. Der Turm, die Stadt. Okay. Muss aber erstmal in die Optionen schauen. Und zwar wollte ich schauen. Audio. Ich wollte jetzt eigentlich schauen, wo man die Untertitel einstellen kann. Dass die immer angezeigt werden.
Okay, die Empfindlichkeit machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen höher. Und wo kann ich denn hier den blöden Vibrationsalarm ausstellen? Ich sehe es gerade nicht. Wir sind jetzt ein bisschen. Radio. Ah, Kontrollerevolution. Das machen wir mal aus, weil das nervt ein bisschen. Okay, Leute. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal den Charakter ein bisschen an. Wir sind aktuell Level 20 und ein Lichtlevel von 200. Das seht ihr hier oben. Und haben den Arkus-Akrobat aktiviert. Schlage wie ein Blitz. Sei furchteinflößend wie ein Donner. Details. Schauen wir uns das doch mal an. Kann man hier unten... Okay, das sieht natürlich jetzt komplett anders aus wie in Destiny 1. Sprunggranate, Flux... Okay, hier oben kann man die Granaten wählen. Wenn sie an Feinden haftet. Okay, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Arkus-Blitzgranate, eine Granate, die Blitze mit Feinden in der Nähe verkettet. Okay, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Scharfschützen ausweichen. Weiche aus und ausweichen mit ruhiger Hand auszuführen. Ausweichen führt automatisch zum Nachladen deiner Waffe. Okay, das ist praktisch ein wie ein Doppelsprung oder sowas. Glücksspiel ausweichen. Weiche aus, um dich geschickt fallen zu lassen, wodurch du feindliche Angriffe ausweichst. Ausweichen in der Nähe von Feinden führt automatisch zum Aufladen deiner Nahkampffähigkeit. Das ist dann praktisch das Messer, wird da aufgeladen. Ah, okay, hier unten ist dann mein Dreifachsprung. Springen in Luft ein zweites oder drittes Mal, um weiterhin kontrolliert in die Luft der Luft zu bleiben. Hochsprung, springen in der Luft ein zweites Mal, um noch höher zu steigen. Okay, ich mache auf jeden Fall mal den Dreifachsprung, den hatte ich damals schon, die fand ich schon richtig cool. Arkus Stab. Okay, das ist jetzt praktisch die Super hier. Und da gibt es anscheinend bestimmt noch die Golden Gun, oder? Ja, genau, das ist der Revolverheld. Die Golden Gun war das damals. Okay, der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, ob wir das jetzt hier noch hinkriegen. Okay, Waffen wechseln. Lange draufbleiben ist dann wahrscheinlich Scharfschützengewehr. Alles klar. So, geht der Dreifachsprung? Okay, er geht und ich werde fast gestorben schon. Wie war das jetzt mal? Okay. Sorry Leute, für das, dass ich jetzt ein bisschen rumprobiere, aber ich muss echt mit der Steuerung wieder mal ein bisschen klarkommen. Kamale! Dann seht ihr mir nach, wenn ich nicht so gut treffe. Ich bin eigentlich, habe schon lange jetzt kein Ego-Shooter mehr gespielt auf der Konsole. Erledigen Sie, keine Zeit für Fragen. Und die Leute, die jetzt Konsole und PC spielen, die wissen ja, dass bei der Konsole nicht gerade nicht so genau geht wie jetzt mit dem PC. Also es geht schon genau, man muss sich bloß wieder reinfinden. Hier Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Ich werde jetzt mal einen runtersetzen. Okay. Schauen, ob es hier eine Waffe gibt. Ja, das Sound hört sich schon ganz anders an wie im ersten Teil. Okay, das ist mein Ausweichsprung. Alles klar. Also. Kate! Hey, ihr zwei! Eine Sekunde! Das ist
hier los? Okay, hätte die Golden Gang gleich mal eingesetzt. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Ding. Okay, findet Zavala. Und wir haben jetzt gerade bei dem Kameraden hier gehört, bei Clayt. Und der hat eine andere Synchronstimme. War im ersten Teil, hat sich die ein bisschen anders angehört. Okay, wo sind wir? Haufen Zivilisten hier. Und ich habe auch gerade die Waffe weggesteckt. Also zwar nicht komplett weggesteckt, aber ich kann jetzt auch nicht zielen. Oh, hier hat er schon ein Schwert. Okay. Also Schwerter sind wieder mit am Start, Leute. So, schauen wir doch mal, was gibt hier denen? Wir sollten uns eine Waffe schnappen und weitergehen. Sonnenschuss, Energiewaffe, wow. Und gleich eine exotische. Exotische sind ja die stärksten im Spiel. Aber halt vom Angriff auch nicht mehr. Aber hat natürlich noch eine super Fähigkeit drauf, und zwar Sonnenbrand. Explosivgeschosse. Markiere Ziele. Ziele, die von Sonnenschuss eliminiert werden, explodieren in Solarenergie. Okay. Die probieren wir doch gleich mal aus. Dann schauen wir doch mal, was die kann. Und hat Feuerschaden. Alles klar. Okay, der macht auf jeden Fall gut Schaden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich noch nie so, außer damals in Destiny 1 von dem Falkenmond, auch eine exotische Handfeuerwaffe, war ich eigentlich nie so der große Fan von Handfeuerwaffen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es ist einfach nur, weiß ich nicht, Gewohnheitssache. Ah, oh, sieht schon verdammt cool aus. Kann man hier eigentlich Grafikeinstellungen vornehmen? Bildgröße, Audio, Helm. Ne, sieht nicht so aus. Könnte sein, dass da irgendwie so ein Pro-Mode gibt oder so. Ne, okay. Alles klar. Das sieht auf jeden Fall super aus. So, wir müssen Zavala treffen. Der Geist zeigt uns eigentlich den Weg. Und Leute, wenn euch das hier ein bisschen gefällt, was ich hier so mache, würde ich mir natürlich sehr freuen, wenn ihr hier Kommentare lasst, einen Daumen nach oben oder den Abo-Button ballert. Treffe wieder gar nichts. Alles klar. So. Wow, okay. Alles klar. Der macht gut Schaden. Wir lassen uns mal ein bisschen auftanken hier wieder. Und das Weiße ist übrigens das Schild, was die haben. Also unter dem roten Balken. Der weiße Balken zeigt die Schildresistenz an. Laden mal nach. Okay, alles
klar. Ist da doch was? Seitlich. Stirb! Okay. Kommt hier noch was? Okay, ich sehe irgendwas, sehe ich hier auf dem Radar. Schiff sein. Okay. Ah, das ist der Hangar vom ersten Teil. Hier hat man praktisch immer die Schiffe geparkt. Wenn man im Orbit war oder sowas und hier auf den Turm geflogen ist, dann sind die Schiffe immer hier reingeflogen, nachdem man abgesetzt worden ist. Genau, das ist der Hangar. Okay. Wow. Wir haben eine super bereit, die will ich jetzt aber noch nicht einsetzen. So, ich warte erstmal, bis ich hier wieder voll bin. Ich muss sagen, okay, das kann man bestimmt noch skillen, aber der Granaten-Respawn dauert schon ganz schön lange. Aber wie gesagt, das kann man bestimmt, in Destiny 1 konnte man das skillen, dass es schneller geht. Sie greifen nicht nur die Stadt an, schau dir den Reisenden an. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut. Es sieht gerade ruhig aus und machen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann gleich weiter. Ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Ist auf jeden Fall spannend. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Destiny 2 Beta. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.